Hallo und herzlich willkommen bei Kameinander ganzheitlich. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin. Und heute möchte ich nochmals auf zwei Themen eingehen, die mir immer wieder in der Praxis begegnen. Und zwar erstens nochmals kurz auf die Herpesviren mit einem Patientenbeispiel und zweitens dann noch auf die Giftstoffe, auf die Toxine, Schwermetalle. Da kommen auch immer wieder Fragen, auch von meinen Patienten, auch mittlerweile hier auf dem YouTube-Kanal. Und ich möchte darüber nochmals ein paar Worte sagen. Ich fange jetzt gleich mal an mit einem Patientenbeispiel. Das ist immer am spannendsten. Und ich nehme mal eines aus einem meiner Vorträge und lese es einfach mal vor. Also da kam eine Patientin zu mir vor einigen Jahren und da habe ich dann eine Anamnese gemacht und sie hat mir erzählt, dass sie ist 45 Jahre alt gewesen und hat ein Fibromyalgie, das sind Schmerzen, undefinierbare Schmerzen am gesamten Körper, da sagt man Fibromyalgie, an über 12 bis 15 Stellen vom Körper. Ne? Der hat es halt wehgetan, der hat ein chronisches Schmerzsyndrom gehabt, aber kein Rheuma oder keine andere Erkrankung, die man herausgefunden hat. Fibromyalgie bedeutet eigentlich, man weiß nicht, woher es kommt, es tut eben weh. Und damit gebe ich mich natürlich nicht zufrieden, weil wenn ein Mensch Schmerzen hat, dann hat es eine Ursache. Und diese Diagnose wird häufig gestellt aus mangelnder Erkenntnis, würde ich sagen, weil man einfach nicht weiß, woher es kommt. Woher kommt so ein Fibromyalgie-Syndrom? Ich gehe gleich darauf ein. Sie war auch noch adipös, also so teigig aufgequollen, aufgeschwollen und auch ein bisschen dicklich, die Patientin. Sie hatte auch Lymphstauungen, daher kam auch dieses Aufgequollensein. Das waren alles diagnostizierte Dinge von meinen lieben Kollegen, ne? Sie war müde und erschöpft. Sie hatte rezidivierende Infektionen im HNO-Bereich, also Mandelentzündung, Stirnhöhlen, Nebenhöhlenentzündung, die immer wieder kamen. Und sie hatte auch rezidivierende Zystitiden, also sprich Blasenentzündungen, die auch immer wieder auftraten. Und hat natürlich da immer wieder Antibiotikum bekommen zur Behandlung von diesen Geschichten hier im HNO-Bereich und in der Harnblase. Ehefrau, Hausfrau und drei Kinder hat sie auch noch, ne? Das steht hier. Dann haben wir ein Labor gemacht und im Labor haben wir gesehen, Laktat, Pyruvat stark erhöht. Das ist ganz wichtig. Sie war stark übersäuert. Ne? Milchsäure und Brennstraubensäure sind zwei starke Säuren. Die bilden sich unter anderem, wenn die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, nicht mehr richtig funktionieren. Die Lipidperoxidation war stark erhöht. Habe ich ja schon viel in den Videos darüber erzählt. Das ist eine starke Oxidation, die entsteht, wenn wir übersäuert sind oder wenn wir eine Entzündung im Körper haben. Komme ich gleich darauf zu sprechen, woher die kommt. Der Schwermetalltest, den wir in der Praxis immer machen, war positiv. Sie war auch schwermetallbelastet. Über den Urin macht man den. Sie hatte positive Borrelien, sie hatte auch eine Borreliose, was offensichtlich übersehen wurde. Die DAO war unten, das heißt, sie hatte eine Histaminintoleranz. Thiaminoxidase, histaminabbauendes Enzym, war unten. Sie hatte eine Histaminintoleranz. Der CRP-Wert war oben. Also das ist ein akuter und chronischer Entzündungswert, der auch bei einer Erkältung ansteigt. Und der war bei ihr immer leicht erhöht, bei 7 bis 8. Das sagen auch viele meiner Kollegen. Ist halt so, wir wissen nicht, woher es kommt. Kommt übrigens dann durch. Meist durch eine erhöhte Oxidation im Körper. Q10 war unten, Vitamin D war unten
Kupfer im Vollblut war erhöht. Wenn Kupfer im Vollblut erhöht ist, deutet das immer auf eine Entzündung hin, weil die Kupferspeicher bei entzündlichen Prozessen im Körper entleert werden und das Kupfer dann im Blut zu finden ist. Das Gesamt-IgE war oben, sprich, sie hat auch eine allergische Komponente im Körper gehabt. Und das TNF-Alpha war auch leicht erhöht. Da hat das Immunsystem schon ganz gut gearbeitet gegen irgendwelche proentzündlichen Prozesse. Also ganz typisches Labor. Und woher kam jetzt also diese Schmerzsymptomatik? Wir haben also mehrere Dinge, die hier reinspielen. A, die Übersäuerung. B, die Oxidation. Die ja, wenn wir eine Oxidation haben, schwellen die Zellen immer ein bisschen an. Auch durch die Übersäuerung schwellen die Zellen ein bisschen an. Die werden ein bisschen so aufgeblasen quasi und drücken dann gegen die Nerven. Und dann haben wir schon mal eine Schmerzsymptomatik. Auch eine Entzündung selbst kann Schmerzen verursachen. Borrelien natürlich, die spielen da auch noch eine Rolle. Die können natürlich auch Schmerzen verursachen, das wissen wir. An Gelenken, in den Muskeln und so weiter. Und dann hat es natürlich, war das so ein Teufelskreis, das war ein ganzer Rattenschwanz, der dann kam, dass die Histaminintoleranz entstand. Der Darm ging dann kaputt, die Entzündungswerte gingen hoch, die Mineralien und Spurenelemente und Vitamine, Enzyme wurden verbraucht und so weiter. Ja? Also ich sage es nochmals, bei einer Fibromyalgie sind das prooxidative Prozesse, woher auch immer, also von Giftstoffen, von Viren oder Bakterien, was man bei der Patientin gefunden hat. Und dann entsteht noch eine Übersäuerung, das ist ganz wichtig. Es gibt auch viele Kollegen von mir, die behandeln eine Fibromyalgie mit einer Entsäuerung. Ist auch schon mal eine gute Idee. Aber man muss noch ein bisschen tiefer gehen, um da wirklich Erfolg zu haben. Ich komme gleich noch auf die Viren zu sprechen, das kommt nämlich jetzt noch. Also, wir haben dann gemacht Folgendes. Wir haben eine kohlenhydratarme Ernährung angestrebt. A low carb, dass die Übersäuerung weggeht, haben wir damals bei ihr so gemacht. Und Omega-3-Fettsäuren haben wir ihr gegeben. Ich muss hier dazu sagen, sie war da jetzt nicht so ganz kompatibel, denn sie sagte, was sagen auch die Leute, wenn sie sich so ernährt. Und ihr Ehemann hat mir auch einen Brief geschrieben, als ich auf die Rechnung geschrieben habe, Adipositas, was ganz offensichtlich da war, das ist eine Diagnose, das geht nicht, das muss ich streichen. Fand ich jetzt nicht so witzig, ne? Aber da habe ich gesehen, dass die Frau natürlich stark unter Druck steht von außen. Und das war dann nicht so einfach. Wir haben gemacht, ich habe ihr eine Borreliose-Nosode gegeben in einer homöopathischen Potenz. Ich habe ihr Guaiacum gegeben, das wird häufig auch in der homöopathischen Potenz, das wird häufig bei Fibromyalgie angewandt. Das ist ein ganzer Trick, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das ist zu komplex. Guaiacum. Dann haben wir eine Photonenbehandlung gemacht für die Borrelien. Und das war ganz interessant, weil während dieser Photonenbehandlung der Borreliose hat sie einen wahnsinnigen Herpes Zoster und Herpes Simplex bekommen. Im Gesicht und am Körper. Also die Herpesviren kamen heraus. Das Immunsystem wird da dann moduliert. Und sowas sehen wir dann ganz häufig, dass dann eine Herpesinfektion herauskommt. Das ist ganz häufig der Fall. Da darf man dann also auch keine Angst haben. Und ich habe dann wirklich all mein, wie soll ich sagen, meine Empathie und mein Wissen und versucht, ihr zu vermitteln, dass das eine gute Reaktion ist, weil sie wollte ja die Therapie dann abbrechen. Sie hat gesagt, es ist ja der Herpes rausgekommen, das ist ja alles schlecht, was wir hier machen. Aber das war ja ganz, ganz wichtig für sie. Wir haben ja auch noch Vitamin-C-Infusionen und Glutathion-Infusionen und B-Komplex-Infusionen gegeben über mehrere Wochen hinweg. Und wir haben sie orthomolekular natürlich behandelt mit den ganzen Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen. Und das hat dann eine langsame Besserung der Symptome verursacht. Und sie kam dann noch
viele Jahre zu mir, ich glaube es war 2013 oder so, 2012, 2013, sie kam dann noch viele Jahre hinweg zu mir, bis heute eigentlich in größeren Abständen. Sie ist auf jeden Fall stabil geblieben. Ihre Fibromyalgie ist deutlich besser geworden. Und ich muss dazu sagen, solche Menschen, wenn die nichts machen, dann sind sie gefährdeter, eine wirklich schlimme Diagnose zu bekommen, wie eine Autoimmunerkrankung, wie einen Krebs oder wie eine neurologische Erkrankung. Das kann dann passieren. Das habe ich auch schon beobachtet, wenn die nichts machen. Sie hat dann einigermaßen mitgemacht. Ich habe mein Möglichstes getan, um sie zu motivieren und es auch zu integrieren in ihren doch von einem äußeren Druck geprägten Alltag der Familie und auch der Leute. Was sagen auch die Leute? So sind die hier im Schwäbischen. Sie hat in der Nähe von Stuttgart gewohnt. Und ja, das war es ein Fallbeispiel. So kann man das machen. Und wenn sie jetzt weitermacht, dann hat sie gute Chancen, gesund zu bleiben und noch gesünder zu werden. Ich habe viele weitere Patienten gehabt mit ähnlichen Symptomen, die ein bisschen kompatibler waren, muss ich sagen. Da ging es dann noch deutlich besser. Die haben dann auch abgenommen und sahen dann wieder kernig und so ein bisschen, wie sagt man da, sehniger aus. Das finde ich immer wichtig. Das sieht man ja dann auch in der Antlitzdiagnostik bei den Patienten. Ich kann das immer schon sehen, wenn ich das Gesicht anschaue, was ich daraus erkenne und auch den Körper. Ne? Und wenn ich die Patienten anlange und auch auf den Bauch lang und sie untersuche, dann sehe ich dann da schon viel, was da Sache ist. Ne? Gut, das war mal ein Fallbeispiel. Ich darf hier auch nochmals in diesem Kontext was sagen, was auch jetzt öfters schon als Fragen aufkam, mit den Laborwerten. Wir arbeiten mit dem Labor Biovis zusammen in Limburg. Es gibt auch andere gute Labore, ganz immun, das Labor von Bär in Berlin, Armin Labs und so weiter. Man kann, wenn man sich für diese Werte interessiert, auch auf deren Internetseiten gehen und sich da erkundigen. Die haben sehr gute Internetseiten, kann man einfach mal schauen. Die haben auch toll erklärt, da muss man sich halt ein bisschen dann reinknien. Es ist aber ein schwieriges Thema. Ich habe viele Kollegen von mir, die kennen sich mit diesen Dingen überhaupt nicht aus und fragen mich dann häufig, was kann ich da noch tun? Und dann erkläre ich das denen. Also für einen Laien ist es schon schwierig, muss ich sagen. Aber trotzdem. Und dann ist auch noch wichtig, ich sage immer, die ganzen Laborgeschichten sind zwar schon wichtig, sind aber auch teuer. Die Therapie ist einfach. Das ist eine mitochondriale Therapie, das ist eine antivirale Therapie. Also eine Ernährungstherapie im Gesamten, eine Kräuterheilkunde, mit dem kann man schon unheimlich viel erreichen. Und die Entgiftung noch dazu, da komme ich jetzt gleich noch drauf zu sprechen. Also man kann auch einfach mal beginnen ohne ein Labor. Und Schmerzen sind immer eine Übersäuerung, immer. Mir hat mal ein guter Orthopäde gesagt vor 15 Jahren, denk dran, wenn du irgendwo Schmerzen siehst, auch wenn es an der Achillessehne unten ist, da ist eine Übersäuerung da. Und da ist auch eine Oxidation da, eine proentzündliche Situation im Körper, immer da, wo wir Schmerzen haben. Auch wenn wir eine Grippe kriegen und Schmerzen haben, uns alles wehtut, dann ist es eine Oxidation und eine Übersäuerung, aber eine akute. Die geht dann wieder weg, wenn die Grippe dann wieder abgeheilt ist. Das ist wichtig zu wissen. Also, du kannst immer was machen. Und ich habe jetzt schon viele Videos gemacht über die Ernährung, damit kann man mal beginnen, das ist immer die Basis. Und über die orthomolekulare Medizin, also mal ein paar Vitamine, Mineralien, Spurenelemente einnehmen. Kannst dich mal ein bisschen durchschauen, wenn du möchtest. Das ist natürlich ein großes Kapitel. Ich brauche von Patienten auch mindestens 3 Stunden, um ihm das Ganze mal halbwegs zu erklären. Und dann kriegt er einen Therapieplan von mir. Aber ich brauche auch nicht immer ein Labor, das ist ganz wichtig. Ich finde es spannend, ein Labor zu machen, und wenn die Leute das bezahlen können oder privat versichert sind, ist alles wunderbar, das ist dann so. Ne? Aber wenn jemand sagt, ich habe das Geld jetzt nicht und ich möchte aber trotzdem, ich suche Hilfe, ich kann das auch so machen. Ich habe über 40 oder 50.000 solche Labore ausgewertet und die Patienten behandelt. Ich brauche das letzten Endes wirklich nicht. Ne?
gut. Nicht immer. Also nicht meine Worte hier auf die Goldwaage legen. Okay, jetzt komme ich nochmals ganz kurz nochmal zu den Herpesviren von dieser Patientin. Also Herpesviren sind dann, ich sprach von der Oxidation und von der Säure, von der Übersäuerung. Ja. Da kannst du das Video Ursachen anschauen. Da habe ich das ganz genau erklärt. Hilfe zur Selbsthilfe, Ursachensuche. Hilfe zur Selbsthilfe, Teil 5 ist es, glaube ich. Schau dir das an, da habe ich das ganz genau erklärt. Es wird ganz selten angeklickt, weil die Leute, glaube ich, nicht wissen, was das bedeutet. Das ist eines der wichtigsten Videos überhaupt. Und diese Oxidation, die hat ja eine Ursache. Na, die macht dann die Schmerzen. Also die Oxidation und die Übersäuerung, das geht ja eins so zusammen, das macht dann die Schmerzen hier. Also da kommen die Schmerzen, wo auch immer. Und diese Übersäuerung und Oxidation hat natürlich eine Ursache. Und das sind virale Geschichten, also Viren, chronische Slow Virus Infections. Und es sind Bakterien, wie Borrelien oder andere Bakterien, viele andere, die wir auch im Körper tragen und immer wieder sich verstecken irgendwo und die immer wieder aufflammen können. Und das sind Toxine. Also Giftstoffe. Und dann haben wir noch so ein paar Trigger hier, wie die Strahlung, also Handy, Stress, falsche Ernährung und so weiter. Das triggert das Ganze hier. Ne? Spielt dann auch eine Rolle. Und wenn jemand jetzt hier Schmerzen behandelt, also zum Beispiel ein Schulmediziner, also wie gesagt, nichts dagegen, das ist ja eine gute Sache, dann gibt er ein Schmerzmittel, behandeln wir auf dieser Ebene hier, ne, bei der Fibromyalgie. Das nehmen Sie an Voltaren, dann wird das besser, dann behandelt er auf dieser Ebene. Wenn er jemand antioxidative Mittel gibt, Antioxidantien, und die Übersäuerung angeht mit Ernährung, dann behandelt er auf dieser Ebene. Und wenn jemand antiviral, antibakteriell behandelt, also ursächlich, dann behandelt er auf dieser Ebene. Wenn jemand den Stress rausnimmt, dann behandelt er auf dieser Ebene, dann haben wir keinen Trigger mehr. Aber ich versuche immer alle Ebenen zu behandeln, alle. Auch die Schmerzen hier kann man auch naturheilkundig sehr gut angehen und man kann ja auch mal ein Voltaren nehmen, ist doch kein Problem. Das ist ganz wichtig, dass man hier wissen, wo wir stehen. Wenn wir natürlich antioxidativ und entsäuernd behandeln, dann stimulieren wir auch das Immunsystem hier schon. Oder modulieren es, sage ich immer. Ne? Und dann haben wir hier natürlich auch einen Effekt. Ja? Wir haben hier auch einen Effekt. Also das sind so die Dinge. Da muss man genau wissen, wo steht man. Ja? Also Herpesviren sind gefährlich und die machen Nervenschmerzen und da kann eine Fibromyalgie draus entstehen. Ja? Da können auch andere Erkrankungen draus entstehen. Noch viel schlimmere, wie Multiple Sklerose oder Rheuma oder andere Dinge. So, jetzt komme ich noch zu den Toxinen. Also die Giftstoffe in unserem Körper, die machen auch immer eine Oxidation. Okay? Toxine machen eine Entzündung. Die dringen, wenn wir Pech haben, die sitzen im Bindegewebe, im Pischinger Raum, im Bindegewebe, in der Matrix, also im Zwischenzellraum, zwischen den Zellen, sitzen diese Giftstoffe. Wir haben in einem Quadratkubikmeter plus minus 60.000 verschiedene Giftstoffe. Das ist ein Wahnsinn, da gibt es keinen Computer der Welt, der die Interaktion ausrechnen könnte. Es ist quasi ein Wunder, dass wir noch leben. Und diese Giftstoffe, die können dann auch in die Zellen eindringen, von dem Zwischenzellraum in die Zelle hinein. Und dann haben wir in der Zelle eine Zellzerstörung, weil Giftstoffe machen kaputt. Die greifen die Mitochondrien an, die greifen die DNA an in den Zellen und wir werden schwach und die Zelle wird krank. Die Zelle wird dunkel, die Biophotonen erlöschen, die wird dunkler, die gerät in Chaos, die funktioniert nicht mehr richtig, die gerät in Energiemangel,
auch weil die Mitochondrien kaputt gehen, auch weil das Licht ausgeht in den Zellen und die übersäuern und quellen dann so ein bisschen auf. Ne? Nicht so schön. Wir brauchen hell erstrahlende Zellen. Wir brauchen Licht in den Zellen und Energie in den Zellen. Dann sind wir gesund. Ne? Gibt es ein tolles Buch von der Frau Dr. Barbara Wrang, heißt die. W-R-E-N, Wrang. Wren, ja, Barbara Wren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, habt ihr das ganz toll beschrieben. Aus der Biophysik kommt das Buch. Ja. Okay. Diese Toxine, wenn die in die Zellen reinkommen, dann ist ganz, ganz großer Mist. Und wenn diese Toxine noch hochwandern übers Blut und über die Lymphe irgendwie ins Gehirn kommen, dann ist es ganz, ganz großer Mist. Die methylieren diese Giftstoffe und dann haben wir ein Methylquecksilber und es geht dann ins Gehirn rein. Und wer das glaubt, der hätte kein vergiftetes Gehirn, der irrt sich. Und wir haben hier auch die Zirbeldrüse, die Hirnanhangsdrüse, die hängt hier irgendwo dran. Hier. Und diese Hirnanhangsdrüse, die ist gar nicht geschützt durch die Blut-Gehirn-Schranke. Und da haben wir dann auch ein Problem, weil die wird sehr stark mit Giftstoffen belastet. Und da darf ich auch dazu sagen, hier bitte fluorhaltige Zahnpastas in Mülleimer schmeißen, bitte. Bitte schau darauf, dass du Bio-Obst und Bio-Gemüse kaufst. Das gibt es auch im Supermarkt. Da muss man halt gucken, in der Abteilung sind meistens gar nicht teurer. Und auch auf die verarbeiteten Nahrungsmittel bitte achten. Die sind meistens, je nachdem was es ist, auch nicht so toll. Einfach auf die Ernährung achten, dass wir uns hier wenigstens mal ein bisschen schützen. Aber die ganzen Giftstoffe, die schon im Körper sind, die müssen wieder raus und die gehen von alleine nicht raus. Die ganzen Entgiftungssysteme unseres Körpers sind dann überlastet, wenn sie nicht eh schon einen genetischen Schaden haben, dass wir das schon geerbt haben, dass wir gar nicht richtig entgiften können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich darf immer dazu sagen, das kann man auch alles im Labor nachweisen, muss aber nicht immer sein. Und man sollte einfach mal anfangen zu entgiften. Und ich darf noch ein Beispiel nennen. Die haben einfach gesunden Affen, ich glaube Schimpansen waren es, haben sie einen Scan gemacht nach Giftstoffen. Und dann haben sie eine Amalgamfüllung eingesetzt. Eine einzige. Und diese Amalgamfüllung war dann radioaktiv irgendwie, so dass man halt das in der Röntgenaufnahme sehen konnte oder im CT oder im MRT, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben sie ein bildgebendes Verfahren gemacht und geguckt, wohin geht denn das Quecksilber aus der Amalgamfüllung. Innerhalb von einem einzigen Tag, 24 Stunden nach dieser einen einzigen Amalgamfüllung, war der ganze Affe rot. Also rot war dann das Quecksilber. Das ging überall aus dieser Einfüllung sogar ins Gehirn. Und da waren sogar diese Wissenschaftler wirklich höchst erstaunt. Jetzt überleg dir mal, du hast irgendwelche Amalgamfüllungen im Mund oder deine Mutter hatte Amalgamfüllungen. Das wird er dann übertragen über die Plazenta, schon wenn wir im Mutterleib sind. Ich hatte viele Amalgamfüllungen früher. Also ich weiß sogar noch, wie das geschmeckt hat, das Amalgam. Also ich bin da auch völlig belastet und es ist nämlich gar nicht so witzig. Ja. Und diese Toxine, auch Glyphosate, Herbizide, Medikamente, ja, die ganzen Giftspritzmittel, die da verwendet werden, Plastik, Petrochemikalien und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, auch Medikamente haben natürlich viele Giftstoffe, wenn wir Medikamente einnehmen über einen langen Zeitraum. Das bleibt in der Leber hängen und verteilt sie dann irgendwann im Körper und geht in die Zellen, das Bindegewebe in die Zellen und dann werden wir schwach. Ja, wenn das System hält es dann, hält dann noch Stand, vielleicht Jahre oder sogar Jahrzehnte, das weiß man nicht so genau, je nachdem wie stark wir sind und dann so geht es ein Bach runter. Und die Patientin, die ich vorhin hier als Beispiel nannte, die hat sicherlich auch natürlich Giftstoffe im Körper gehabt, aber danach habe ich gar nicht geschaut, weil ich muss ja mit irgendwas beginnen bei ihr. Also, Toxine, ganz wichtig. Und da gehe ich jetzt auch mal ganz kurz drauf ein, was man hier machen kann.
Ich zeige mal ganz kurz das Bild, das mache ich jetzt noch. Es gibt auch solche Untersuchungen, das komme ich schon wieder mit dem Labor, ich weiß, aber das mache ich auch ganz, ganz selten, muss ich dazu sagen. Jetzt bin ich wirklich mal, jetzt wollen wir heute nicht über die Labore reden. Das ist so eine Multi-Element-Analyse, da hat man hier die ganzen Giftstoffe, das sind auch zum Teil keine Giftstoffe, Selen und Zink ist natürlich kein Giftstoff, Germanium, Lithium, Strontium, Wolfram, Aluminium, Antimon, Arsen, Barium, Beryllium, Bismut, Blei, Cadmium und so weiter und so weiter. Und wir sehen bei diesem Patienten zum Beispiel eine Arsenbelastung hier. Gut, ich muss dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass wenn man das im Urin testet, sogar wenn man vorher eine Chelatierung macht, dass wir hier ganz viele Giftstoffe gar nicht erfassen, die im Bindegewebe und in den Zellen drin sitzen. Die sehen wir da gar nicht. Deswegen mache ich die Untersuchung auch selten. Manchmal mache ich sie aber selten. Aber sowas gibt es auch. Es gibt auch Haarmineralienanalysen, da kann man auch gucken, ob da Giftstoffe drin sind. Das geht auch, bei mir ging es nicht, ich habe zu wenig Haare auf dem Kopf. Aber das gibt es auch, habe ich aber auch noch nie so adäquate Ergebnisse gesehen. Ich mache es nicht. Machst du selten. Ja. Wir haben so einen Schwermetalltest, so einen Farbumschlag in der Praxis. Da kann man, das ist einfach eine biochemische Reaktion, eine chemische Reaktion. Und da sieht man einen Farbumschlag. Und wenn das ins Rosarote geht, ins Rot-Rosarote, je rosaroter, ne, je pinker, desto mehr Schwermetalle sind drin. Und je grüner, mehr ins Grün, desto gesünder sind die, und da sieht man es genau. Da habe ich übrigens auch ganz häufig das Hahnenwasser getestet mit diesem Test. Und normales Hahnenwasser, das war immer rot bis rosarot. Und ein gefiltertes Wasser, das war meistens dann grün. Ich habe den Patienten gesagt, bringt euer Wasser mit, was ihr täglich trinkt, sei es das Hahnenwasser, sei es das gefilterte oder sei es der Sprudel aus der Flasche. Wir schauen mal nach, ob da was drin ist. Und es war höchst interessant, was ich da für Ergebnisse schon gesehen habe. Und von Patienten auch. Und so haben wir auch den Urin getestet und da habe ich bei so gut wie jedem Patienten eine Belastung gesehen. Ich habe auch welche gehabt, aber keine da. Das war dann auch interessant, was die vorher aber schon alles gemacht haben. Was können wir machen, um zu entgiften? Ich nenne dir jetzt mal ein paar ganz einfache Dinge. Wir können einfach Schwefel einnehmen, einfach irgendwelchen Schwefel. Und zum Schwefel gehört zum Beispiel die Alpha-Liponsäure, da habe ich ein Video drüber gedreht. Es gehört das MSM, der organische Schwefel, dazu, den können wir einnehmen, da habe ich ein Video drüber gedreht. Wir können Cystein einnehmen, Methionin, Glutathion, die ganzen schwefelhaltigen Aminosäuren, da ist eine Schwefelgruppe dran, eine SH-Gruppe. Wir können, man sagt auch Thiolgruppe, wir können Alpha-Liponsäure nehmen, da hängen sogar zwei Schwefelgruppen dran, die ist ein bisschen potenter, ne? Die ist stärker und natürlich ganz arg gesund. Müssen wir aber über einen langen Zeitraum machen, weil wir sollen ja auch ins Bindegewebe reinkommen und in die Zellen rein. Das ist dann ein bisschen tricky. Professor Karl Probst gibt auch anorganischen Schwefel, habe ich auch schon gemacht mit meinen Patienten. Und dann gibt es noch andere Schwefelverbindungen, da schlage ich auch mal gerade mal mein Seminar her auf, wo ich da neulich mal gehalten habe. Muss ich nur kurz suchen. Hier habe ich auch über die Schwermetalle gesprochen, das war ein Tagesseminar, das war sehr intensiv. Da kann man also noch anderen Schwefel geben, man kann DMSO geben, Dimethylsulfoxid, DMSO-Tropfen kann man geben. 1 bis 2 Mal pro Tag 10 bis 15 Tropfen. MSM habe ich schon erwähnt, 1 bis 4 Gramm, da habe ich ein Video drüber gemacht. Und ich habe hier noch aufgeschrieben DMSA, DMSA und DMPS. Das kann man einnehmen, ist allerdings verschreibungspflichtig. Das gibt es in der Apotheke. Damit kann man auch sehr gut entgiften, das kann man auch als Infusion geben, aber man kann es auch einfach einnehmen. Da gebe ich dann vom DMSA einmal pro Woche 1000 Milligramm zum Beispiel, dann hat man einmal pro Woche so einen Entgiftungsschub. Da riecht auch der Urin dann ganz metallisch danach. Und das ist wirklich nicht teuer,
Ja, eine DMSA-Kapsel kostet in einer Apotheke, die das selbst herstellt, 8 Euro. Also wären zwei Kapseln, wären 16 Euro pro Woche. Das muss man sich dann halt auf ein Rezept aufschreiben lassen. Und da kann man auch mal so eine Kur machen. DMPS gibt es in der Apotheke zu kaufen. Das kann man auch auf Rezept. Das ist ein bisschen teurer. Na, obwohl, vielleicht ungefähr gleich. Ja. Habe ich allerdings schon allergische Reaktionen gesehen. Also beim DMSA noch nie. Dann haben wir, wie gesagt, Cystein, Glutathion, die Alpha-Liponsäure steht hier auch. Und was ich hier noch aufgeschrieben habe, ich lese es einfach mal vor, dass du das weißt. Man kann auch Gelat-Infusionen geben. Gelat-Infusionen, ich halte es mal in die Kamera, wie ich das Bild sieht. Infusionen mit Gelat. Und ich lese das mal vor, was hier steht, wie die aussehen, diese Gelat-Infusionen. Da muss man dann zu einem Heilpraktiker oder Arzt gehen, der das macht. Da gibt es ganz viele. Da kann man im Internet eingeben, Gelat-Infusionen und dann vielleicht den Ort, wo man wohnt. Und dann kommen da meistens Therapeuten in der Nähe, die sich damit auskennen. Und es muss eine EDTA-Infusion sein, also eine EDTA, Gelat-Infusion. Und das ist auch Schwefel, ja, EDTA. Das ist dann Schwefel, Magnesium und Kalium kommt noch mit rein und Vitamin B12 und vielleicht noch ein paar andere Aminosäuren oder homöopathische Dinge. Es gibt auch Natrium und Calcium EDTA, also Natrium, Magnesium, Kalium EDTA-Infusionen. Und es gibt auch Calcium-EDTA-Infusionen. Man gibt dann immer dazu noch Glutathion und Vitamin C, selbstverständlich. Aber da muss dann schon der Therapeut sich gut auskennen. Die müssen da Fortbildung machen. Ich habe auch schon Fortbildung gegeben in Bezug zu Gelat-Infusionen. Ich habe Tausende in meiner Praxis gegeben. Da geht es natürlich ein bisschen schneller, weil da tun wir es dann in die Vene als Infusion rein. Ja. Und das ist auch gar nicht so teuer, muss ich sagen. Also eine Gelat-Infusion kostet zwischen 150 und 250 Euro. Kann ich auch sagen, je nach Therapeut. Auf dem Land ist meistens günstiger. Heilpraktiker können es vielleicht auch mal günstiger machen. Da kann man einfach den Therapeuten anrufen und fragen, falls man interessiert ist. Und es ist völlig harmlos, auch wenn im Internet andere Dinge stehen, auf Wikipedia. Das darf ich auch noch sagen, Wikipedia lässt kein äußert sich nicht positiv über die Naturheilkunde. Ich habe da Wikipedia, vergiss dir am besten, wenn du dich über solche Dinge erkundigen möchtest, da liest du besser nach auf Seiten von Ärzten und Heilpraktikern, auf deren Internetseiten. Da kannst du auch 100 verschiedene dir mal durchlesen. Dann weißt du Bescheid. Oder du kaufst ein ordentliches Buch vom Kollegen Kollatz zum Beispiel. Ne? Kranker Patient, guter Patient. Da steht es zum Beispiel ganz toll erklärt drin. Also da gibt es dann schon auch, es gibt auch Bücher über die Gelat-Therapie oder von der Frau Löbrich, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe. Die hat ein ganz neues Buch jetzt geschrieben über die Gelat-Therapie. Und nur zu deiner Info, ich zeig's mal das Buch. Ich habe das hier. Wenn da jemand interessiert ist, deswegen erkläre ich das jetzt so genau, nicht, dass wieder ganz viele Fragen kommen. Hier, das ist auch ein ganz tolles Buch, hier ist ganz neu rausgekommen, kann man bei Amazon bestellen, von der Karin Löbrich, die Gelat-Therapie, da steht's. Schönes Buch, kostet glaube ich 16 Euro oder so. Ne? Also, da kann man das sich auch nochmals durchlesen. Und wie gesagt, diese Schwermetalle, die da gebunden werden, wenn die schon mal draußen sind, ist schon mal gut. Eine Gelat-Therapie bindet es nicht so sehr die anderen Giftstoffe, aber sie macht noch hat einen ganz tollen Effekt. Die reinigt auch noch ein bisschen die Gefäße. Das ist auch ein biochemischer Trick. Den erkläre ich dann irgendwann mal, da mache ich nochmal ein Video drüber, sonst wird es heute zu viel. Sonst kann ich auch gleich 7 Stunden erzählen, wie in diesem Seminar hier. Gut, also ich habe jetzt 2 Dinge genannt, die wichtig sind, oder mehrere sogar. Also die, nochmal die Ursachen hier, die zu einer Oxidation und einer Übersäuerung führen und dann zu Schmerzen oder anderen Symptomen. Jedes Symptom im Körper, das wir haben,
Da sitzt immer eine Oxidation dahinter und dann eine Übersäuerung. Und dann hat das hier die Ursachen. Wie gesagt, schau dir das Video bitte an. Ursachensuche, Hilfe zur Selbsthilfe, Teil 5 ist es, glaube ich. Kann sogar sein, ich habe ja 2 Videos darüber gemacht. Teil 4 und Teil 5 kann sein, weil das so ein großes Thema ist. Geht jeweils 20 Minuten. Ich würde mir übrigens die ganzen Hilfe zur Selbsthilfe-Videos mal anschauen, weil da habe ich das ganz genau erklärt. Geht 20 Minuten. Da kannst du schon viele Fragen dir selbst beantworten, die jetzt vielleicht in diesem Video auch nochmals aufgetreten sind. Und ich werde weitermachen mit den Videos, um dein Bewusstsein für die Gesundheit zu erweitern, wenn du das möchtest. Und das ist wichtig in den heutigen Zeiten, das kannst du mir glauben. Wichtiger denn je, ja, wahrscheinlich schon. Also, ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen und du hast es auch verstanden, was ich gesagt habe. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Gesundheit und sage ganz einfach mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.